Hallo Leute, willkommen zurück zu Samcard und zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es darum, Projekt Astra Dominium. Ja, also laut Screenshot soll es wohl auch so eine Art Tower Defense sein. Und wie ihr seht, es ist schon auf Deutsch. Es ist gut. Obwohl es eine Beta ist, ist es schon auf Deutsch. Wir machen natürlich unsere üblichen Einstellungen. Es ist sogar Deutsch. Ja, Wahnsinn. Obwohl. Play next song. Spiel den nächsten Titel. Naja, okay. Das ist noch gar nicht so schlecht übersetzt. Okay, gut. Ansonsten ist ja hier eigentlich nicht viel. Fullscreen. Heute bla bla. Okay, gut. Also, klicken wir einfach aufs neue Spiel. So. Willkommen bei Astra, Projekt Astra Dominium. Projekt Astra Dominium ist eine Mischung aus Basisbau, Automatisierung und Tower Defense. In Tower Defense Levels sammelst du Ressourcen und schaltest neue Rezepte frei, die du dann im friedlichen Basismodus verwendest, um eine Fabrik aufzubauen und zu erweitern. Diese Fabrik kann verschiedene Gegenstände produzieren, zum Beispiel Materialien, die du zur Erde zurückschickst, oder mächtige Ausrüstung für deine Türme, um schwierige Gegner zu besiegen. Um sich mit den Grundlagen des Spiels vertraut zu machen, sollten sie zunächst alle Aero-Missionen unten links auf dem Bildschirm abschließen, da diese sie durch den größten Teil des Spiels führen werden. Außerdem gibt es ein Wiki, das du über den Fragezeichen-Button am oberen Bildschirmrand erreichen kannst und das weitere Informationen zu bestimmten Spielmechaniken enthält. Einige Wiki-Einträge können mit dem Spielfortschritt freigeschaltet werden, also schau ab und zu mal vorbei. Okay. Wir haben auch zu viele Tooltips für verschiedene Statistiken, zum Beispiel für Türme oder Feinde und Gegenstände hinzugefügt. Also versucht, mit dem Mauszeiger über Dinge zu fahren, es könnte mehr Informationen geben. Wenn ihr einen Fehler gefunden habt, Fragen, Feedback zu Vorschlägen habt, dann meldet euch in unserem Discord oder in der Steam-Diskussion. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit diesem Spiel. Danke. Danke, danke. So, das ist hier Angriff andere Planeten. Angreifen die anderen Planeten, um Ressourcen zu sammeln. Okay. Ja, also ihr habt es gehört. Das ist meine Spielfläche. Hier kann ich sozusagen so eine automatische Dingsbums bauen. Ja, Basis, die mir sozusagen eine Ressourcen schärft, irgendwas herstellt und. Und ja. Es ist noch frisch. Es ist irgendwie so ein bisschen schlicht gehalten. Und wir gucken mal. Es sammeln sich Ressourcen auf Planet Trebis. Okay. Ausblenden, verstecken Sie das Tutorial. Okay. Okay, wir klicken jetzt einmal Angriff auf den Planeten. So, Trebis. Attacke. Da gibt es wohl die. Und da steht auch hier, was es gibt. Und sowas alles. Okay. Wie viele Wellen. Alles klar. Also bei mir zu Hause sozusagen, in meiner Basis baue ich sozusagen das auf mit Strategie und so weit alles. Und hier ist es so, denn Tower Defense. Dann suche ich wohl Ressourcen. Turmverteidigungsmodus. In diesem Modus müssen sie sich gegen andere Wellen von Feinden verteidigen, die versuchen, ihren Außenposten anzugreifen. Okay, macht Sinn. Vor jeder Welle können sie einen grünen Indikator sehen, der zeigt, dass die Feinde der Feinde... einnehmen. Wahrscheinlich, wo sie sich da befinden. Welchen Weg sie gehen, wahrscheinlich. Klicken sie auf eine der Turmkonstruktionen, die von einem grünen Symbol markiert werden, um mit dem Gebäude zu beginnen. Sie können auf einen gebeugten Turm bla bla, Upgrade verbessert die Gesamtstatistiken, ihre Türme schießen automatisch, bis sie die Munition mehr haben und einige Sekunden lang nachladen. Also sie müssen nachladen, okay. Jeder besiegte Feind lässt sie mit etwas Erfahrung, kann das Gebäude fallen lassen. Okay, dann kann ich da draufklicken, um Informationen und Statistiken zu finden und hat irgendwie, welche Drop-Chancen das Ganze hat. So, Gamespeed kann ich oben rechts ändern, okay. Das geht verloren, wenn ihr Leben 0 erreicht oder gewonnen hat, wenn sie alle Wellen schlagen. In beiden Fällen halten sie gesammelte Ressourcen, aber wenn sie verlieren, werden sie nur 30% der Erfahrung belohnt. Okay, also ich bekomme auch, wenn ich verliere, schon mal was. Also ich bekomme was. Das ist schon mal gut. Ja, das haben die wenigsten Spiele. Das finde ich toll, dass man trotzdem irgendwie Fortschritt erzielt. So ist das alles nicht ganz umsonst. So, okay, Beutefenster ist hier. Autostadt, nächste Wellen, Welleninformation. Okay, leichter Verschlinger. Gebäude, einmal Stone, Copper, Ohr, Irrenohr und Kohl. Okay, hier Steingolem. Okay. Gut. Visuelle Einstellung, was ist das? Helftour, Tugel, XP, XP-Zahlen umschalten, Schadenszahlen umschalten. Ja, aber auch mit XP, ne? So. Okay.
Mein Außenposten, der schürft schön Sachen, so. Und wo kommen die denn? Von hier kommen die. Okay, das heißt, ich baue hier jetzt erstmal einen Turm. Wo sehe ich mein Geld? Da oben. Oben links sehe ich mein Geld und jetzt baue ich einfach diesen Turm hin. So. Hier kann ich jetzt sogar noch upgraden. Okay. Ich baue lieber zwei einzelne Türme noch. Oh, ich kann sogar vier Stück bauen. Gut. So, und jetzt starten wir einfach mal die Welle. Los geht's los, da. Da sind sie. Okay. Sehr niedlich. Mag ja Tower Defense. Ein bisschen schneller machen. Okay, Numpad Plus und Minus. Alles klar. Ich kann langsamer noch machen, ich kann schneller machen. Numpad Plus. Wunderbar. Okay, das war's sogar schon. Wir haben zwei Eisenerz bekommen, drei Stein und zwei Kupfererz. Okay, cool. Und naja, wir können natürlich jetzt nichts großartig aufwerten. Bleib fokussiert. Closest to Tower. Okay. Das ist auch gut. Wir können sogar noch umschalten. Wir können hier auch noch Dinge reinmachen. Upgrades sehe ich hier. Okay. Na dann, einfach weiter starten. Wir spulen wieder vor. Da können wir momentan eh nicht viel machen. Gut. Wir können immer noch nicht viel machen. Ich denke mal, für den Anfang würden auch die paar Türme reichen hier. Current Beacon Mutations. Ah, okay. Also die können auch noch verbessert werden. Bonus 100%. Chance fallen zu lassen. Abfallbetrag. Okay. Scheint, als ob es nahe noch so Wellen-Events gibt. Wir gucken mal. Gut, das war eigentlich gar nicht so schwer. Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Okay. Das heißt, ich muss hier jetzt auch noch einbauen. Und los geht's. Aber sie kriegen es hin. Gut. Sie kriegen es alles hin. Jetzt darf ich gleich noch einen Turm bauen, sonst wird es kritisch. Jo. Das passt. Super. So, an sich gesehen eigentlich ganz einfach, ganz entspannt. Läuft. Gut. Endlos weitermachen. Nee. Ende. Achso. Im Endlosmodus können sie alle Wellen immer wiederholen. Jedes Mal, wenn sie alle Wellen geschlagen haben, geht die endlose Theke hoch und Feinde werden im nächsten Lauf stärker. Aber ihr belohnt Erfahrung und Tropfchancen nehmen ebenfalls zu. Dies geht weiter, bis ihr Leben 0 erreicht, aber sie entscheiden sich zu ergeben. Das Spiel endet jedoch, es wird immer noch als gewonnen gelten. Sie hätten also 100% gewonnene Erfahrung. Okay, also wenn ich es einmal geschafft habe, kann ich den Endlosmodus anmachen, um halt immer weitere Ressourcen zu schürfen. Und ich bekomme trotzdem meine ganzen Sachen. Das finde ich gut. Ist eine schöne Idee. Wir machen jetzt aber erstmal hier beenden. Oh, ich habe einen Railgun Tower bekommen. Okay. Cool. Eine Kanone. Upgrade. Das ist ein Upgrade. Upgrade. Ja. Targeting-System. Turmhydraulik. Und alles Upgrades. Und halt Dinger, die ich halt bauen kann, ne? Cool. Okay. Jetzt geht es wahrscheinlich los mit dem Basisbau hier. Und ja, also sammelt die Ressourcen. So habe ich geschafft. Jetzt geht's los hier mit Aero-Protokolls, Fertigkeitspunkte. Wenn ich das durchlesen mag, kann das gerne tun. Ich tue es nicht. Ich klicke einfach irgendwas sinnlos drauf. Und ja, hier sind die ganzen Upgrades. Okay. Alles klar. Gut, das war schon mal falsch. Ah, okay. Gun Tower Armo. Was ist denn hier zu tun? Keine Ahnung. Vorheriger Turm. Nächster Turm. Ah, okay, es verschiedene Türme, also verschiedene Upgrades und die kannst du halt anders irgendwie aufbauen, okay. Gut, jetzt soll ich hier einen Punkt machen, dann soll ich das auch wieder zurücksetzen, okay, verstehe. Ein Skillpunkt ausgeben. Gut, haben wir gemacht, Aufgabe abgeben. Jetzt geht's los hier mit Eisen-Ingot-Produktion. Okay, bauen Sie einen Thronput-Sender. Ne, V-Quester. Alles klar.
Okay, hier ist der Baumodus hier oben. Es sieht am Anfang ein bisschen kompliziert aus, denke ich mal. Und es wird auch echt, ja gut, wer hat dieses Factorio gespielt hat, sollte wohl mit diesem Spiel keine Probleme haben. Weil da ist ja auch alles so ein bisschen einfach gehalten. Wir gucken mal. Okay. Transportgürtel. Ist hier der Quipper? Ne, den braucht man nicht. Hier ist der Empfänger. Ne, der ist Sender. Genau, was haben wir hier? Sender. Okay, das heißt, der Sender. Der sendet die sozusagen. Guck mal, wo wir bauen. Ich denke mal, wir fangen hier an in der Ecke. Beziehungsweise, ja, wir fangen einfach so irgendwie an. Tonport-Requester, also Empfänger muss ich sogar bauen. Das ist der Empfänger und dann den Sender. So, und das ist der Empfänger, der baut man als erstes. Weise eine Requester-Drohne zu Eisenerz. Das ist Stein. Was ist das hier? Also weisen Sie an der Requester-Drohne Patronen und Eisenerz zu. Okay, also jetzt hier angeforderter Artikel ist Eisenerz. Irrenohr. So, zack. Und eine Drohne zuweisen. So. Habe ich gemacht. Requester-Patronen zu. Bauen Sie eine Schmelze. Ich glaube, wir können sogar ein bisschen mehr. Machen wir mal zwei. Jetzt muss ich eine Schmelze bauen. Bauen Sie eine Schmelze. So, das heißt, der schickt die hier. Ah, jetzt, ich verstehe das so langsam. Okay. Das ist sozusagen der. Das ist sozusagen der, der die alle beherbergt so ein bisschen. Ja. Und dann verteilt er die Aufgaben hier. Ja, das heißt, jetzt muss ich das hier reinmachen. Was muss ich machen? Schweißen Sie Schmelzen ein Rezept zu. Ich glaube, wir haben ja hier, genau, Eisenerz, das hier, wählen. Kann ich das nicht eingeben, was er macht? Ach, er macht das automatisch, denke ich mal. Okay. Also ich kann hier nicht eingeben, wie viel er bauen soll. Okay, gut. Alles klar, so, haben wir gemacht. Jetzt verwenden Sie eine Quepper, um Ressourcen aus dem Drohnenpad-Empfänger zu holen und sie in die Schmelze zu stellen. Einen Quepper. Was ist denn ein Quepper? Lagerung. Hier, ah, das ist ein Quepper. Okay. Erst drehen. So, das heißt, er tut die jetzt da rausholen oder was? Aha. Ich muss es, glaube ich, näher bauen, kann das sein? Ja, ich glaube, ich muss das näher bauen. Und den muss ich wohl jetzt abreißen, den auch. Aber scheint auch keine Ressourcen zu kosten, ne? Was ich hier so mache. Ah, jetzt. Gut. Gut, dann ist das hier der Schmelzer. Hier. Ah, das sind diese Krabbler. Jetzt verstehe ich das. Okay, das sind diese Greifarme, diese Quäppler. So. Das heißt, er müsste das jetzt eigentlich denn, wenn ich den gebaut habe, aufnehmen. So, Eisenbahn wird auch schon produziert. Und dann, also ich muss überall Quäppler bauen. Okay, Quäpper. Zack. Genau, halt. Der macht das hier. Halt, nee, das ist falsch. Moment.
Aber er greift sie nicht, okay. Langer Quabber. Kann ich nicht bauen, okay. Gut, dann ist er wohl falsch. Ja, wir testen noch mal ein bisschen aus, ne? Was der so alles macht, ne? Ist ja nichts verloren. So, wenn der jetzt hingesetzt wird, ob der das denn greift. Nein, er greift's nicht. Artikel gehalten. So, ne. Er greift's nicht. Okay. Er greift's nicht. Also muss das wohl ein bisschen anders laufen. Das steht nämlich hier irgendwie auch gar nicht da. Ne? So. Jetzt was anderes. Ob das funktioniert, wenn ich das jetzt hier näher baue? Dann müsste er das ja eigentlich dann da reinladen. So, und dann kommt hier nochmal ein Quepper dazwischen. Ja, okay, gut. Jetzt passt es. Jetzt packt er das da alles rein. Super. Kill 100 Enemies? Ich habe noch nicht mal Enemies besiegt. Ah doch, vorhin, aber hat aber gedauert. Okay. So, und jetzt kommt das nämlich darüber. So, Gebäude kopieren, Gebäude einfügen. Genau, jetzt kommt das, nehme ich jetzt hier rein. So. Das kommt weg. Und ja. Keine Ahnung, was das hier soll mit dem Absender. Turnpad, Absender. Ah, der hat jetzt Eisenbahn hier. Okay. Machen wir zwei hin. Ja, was machen die? Ach, die liefern das ab. Ah, okay, jetzt versteht das. Die liefern hier irgendwas rein und die liefern irgendwas ab. Okay. Gut, also rot geht immer raus. Okay. So, was ist hier? Der braucht natürlich noch Eisenerz, okay. Hat er hier keine? Okay, hier müssen also ein bisschen mehr rein. Damit dann auch was drin ist. Hier kommen wir 5 rein, da 5 rein. Und dann passt das, okay. Also hier kommt sozusagen zu wenig Input rein. So, Aufgabe enden. So, Kupfer produzieren. Ja, produce und equip HE Armo. Okay, habe ich die Feinde, oder? Kupfer produzieren. Jetzt muss ich Kupfer produzieren. Okay, jetzt Copper Ore. Jetzt wird hier Kupferbahn produziert. Zack. Was mich aber so ein bisschen stört ist, wo sehe ich? Tugel anzeigen. Ah. Okay. Cool. Also man kann das auch so machen. Okay, aber wo sehe ich jetzt? Ah, hier ist mein Inventar. Ah. Okay. Hier sehe ich es jetzt. Cargo Crate. Verstehe. Nein, ich kann doch nicht unendlich bauen. Ich muss die sozusagen erstellen. Okay, das heißt, wir bauen jetzt einfach einen zweiten Weg. Wie viel kann ich? Ich kann immer nur einen machen, okay. Das heißt, hier wird meine Kupferdings jetzt. Das heißt, ich baue nochmal einen Empfänger. Dann baue ich hier nochmal so einen Quabber. Der wird Eisenerz machen.
Wo es eigentlich Schwachsinn ist, was ich jetzt hier mache. Warum ich den jetzt so weit wegsetze, verstehe ich auch nicht. Weil wir brauchen ja bloß hier Dings. Wir bauen also auf der anderen Seite. So, es ist echt ein bisschen kompliziert, aber man gewöhnt sich dran. Man kommt dann irgendwie schon rein. So, also, jetzt das hier. Dann noch so eine Fabrik. Zack. Dann nochmal so ein, oder hier so ein Empfänger brauchen wir. So, nochmal so ein Quäber. Zack. Und der schmilzt zum Beispiel jetzt Eisenbahnen. Der bekommt mal gleich die zwei Dinger rein und der macht irgendwas mit Eisenbahn. So. Und das hier geht zum Beispiel jetzt hier weg. Die transportieren das dahin. Ja. Dann sollte es sozusagen jetzt, sollte ich jetzt schon mal sowas haben. Kann ich mit Fortschritt den Materialbaker und Ausrüstung herstellen. Was kann denn dieser Quäber? Guck mal. Ah, der kann diese Munition herstellen. Verstehe. Alles klar. Der kann natürlich auch diese ganzen Dinger herstellen. Okay, okay, okay. Prachtkriste. Papenunmo. Ich muss die Munition herstellen. Was? Munitionsstufe 1. Oder wie ist das jetzt so gedacht? Bildmodus hier, okay. Tower MRV. Ah. Jetzt verstehe ich das. Der will, dass ich das da reinbaue. So. Weil diese Abkürzungen, ne, verstehe ich sowieso nicht immer. Roff, was ist denn Roff? Range of Fire oder was? Kann das sein? Range of Fire? So, aber ja. Dann sollte man das vielleicht auch hinschreiben. Ich meine, der Platz ist groß, ja. Verstehe ich nicht. Aber egal. Da kann man noch einiges tun. Ist ja noch eine Beta. So. Ich muss Munition jetzt herstellen. Der will, keine Ahnung, Gun Tower Armor. Müssen wir mal schauen. Wir bauen das einfach mal. Ist natürlich ein interessantes Konstrukt hier. Ja? Also sowas habe ich noch nie gehabt. Schauen wir mal. Hier steht was modifizierbar. Vulkan Kanotier. So, Handwerk. Okay, kann ich also einfach so herstellen. Ich brauche also gar nicht so ein Assembly-Ding haben. Ah, der macht das hier automatisch wahrscheinlich, denn. Verstehe. Ich brauche das eigentlich gar nicht zu bauen, sehe ich gerade. Oder? Wenn ich das jetzt hier wegmache, brauche ich gar nicht. Kann das auch so bauen hier alles. Stellen Sie Munitionsstufe 1, manuell oder automatisiert? Habe ich doch. Munition ist doch hier Munition. Habe ich doch jetzt gemacht. Nicht genug Materialien. Okay. Verstehe. So. Kann ich das hier ausrüsten? Ja, da ist es doch. Zack, ausrüsten. Oh, habe ich jetzt gemacht. Oh, aber war anscheinend nicht das Richtige. Das heißt, er möchte wohl die Munition hier haben.
Muss ich also warten, wie er was liefert. So, warum macht er nichts? Der macht irgendwie nichts mehr. Schade. Credits, Einstellung, Statistik. Habe ich nichts mehr? Doch. Keine Ahnung. Irgendwie will er das nicht machen, was ich so machen will. Modifizierbar, er baut auch irgendwie nichts. War anscheinend die falsche Munition, aber ja. Doch gemacht. Na egal. Wir starten jetzt einfach, weil wir brauchen irgendwie jetzt Dings. Wir brauchen Ressourcen. Wir könnten natürlich auch Leuchtfeuer einfach normal hart. Ah, okay. Also man kann ja die Schwierigkeit einstellen. Okay, hast du das auf Angriff anderer Planeten? Okay, wir können auch zufällig hier machen. Angriff anderer Planeten, Portal. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal das hier. Einfach Attacke. Machen wir einfach das normal. Aber wir sollten jetzt, genau, die andere. Ja, wir haben jetzt andere Dinger, ne? Andere Kanonen. So. Zack. Zack. So. Wir starten einfach. Oh. Das ging schon durch, aber wir haben keine Credits mehr. Scheiße. Und da ist auch schon das erste Vieh durchgekommen. Das zweite auch schon. Das war natürlich gar keine Absicht. Das ist natürlich blöd. Können wir neu starten? Können wir neu starten? Egal. So, das passt. Ja, die sind irgendwie nur gut für die Großen. Aber. Ah ja. Okay. Man bekommt einfach, finde ich, auch nicht genug Dinger, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, gerade so. Gut, einer hast du durchgekommen. Super. Ja, wir machen weiter. Kommen auch dadurch schön Dings hier, schön der Level Erfahrung. Das ist gut. Auch schön. Wir sehen hier auch, was wir bekommen haben. Okay, zurück zur Basis. So, jetzt sollte ich doch aber die Dinger bauen können. Ja, wir schauen mal. Oh, ich habe sogar ein neues Level. Quies, okay, da wird es billiger. Range of Fire. Wir brauchen vielleicht. Die Frage ist halt. Ah, 250 können wir ausgeben. Okay, 250. So, wir haben 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 40, 150, 160, 170, 180, 90, 200, 210, 215, 220, 25, 230, 235, 40. Ey, kann man alle Fertigkeiten lernen? Das finde ich cool. Das finde ich echt top. Also ich mag sowas auch in solchen, in egal in welchen Spielen, aber wenn man Skillbäume hat, möchte ich gern, dass man die auch alles komplett ausbauen kann. Das finde ich geil. Finde ich echt geil. Das ist top. So. Das heißt, wir gehen immer ein bisschen mehr Bums hier. Den Turm, ja, keine Ahnung. Oder muss ich beiden was geben oder was?
Ich verstehe es noch nicht. Erstellen Sie Munitionsstufe 1 manuell oder automatisiert. Das machen wir jetzt nochmal. Jetzt braucht er natürlich wieder Dings hier, ne? Eisenbahn. Warum macht er das nicht? Bau doch einfach. Hier passiert irgendwie gar nichts. Irgendwie tut sich hier nichts. Ist der kaputt? Verstehe ich jetzt nicht. Das klappt, aber das klappt irgendwie nicht. Muss ich wohl nochmal abreißen hier? Irgendwas haut hier nicht hin. Ah, war die falsche Richtung. Jetzt verstehe ich das. Ah, die müssen in die Richtung funktionieren. So, jetzt. Alles klar. Die müssen in die richtige Richtung positioniert werden. Jetzt klappt das auch. Gut. Jetzt geht das hier auf seinen Gang. Schön. So, auf ein neues. Ah, okay. Ich muss noch ein bisschen warten. Also die Munition habe ich gebaut. Jetzt brauche ich die andere Munition noch. Dann hoffe ich doch mal, habe ich dann die Quest erledigt. Oh, hier Handbuch. Was hier? Ah, oh, Questbuch. Gibt's auch. Okay, cool. Als Hinweis, was man alles machen muss. Gibt schon ganz schön viel. Top. Super. So, kann ich das jetzt bauen? Ja, ich kann es bauen. Einmal, gut. Habe ich jetzt gemacht. Hat das gezählt? Ja, das hat endlich gezählt. So, was ist jetzt? Ach, beanspruchen? Nee. Beanspruchen, irgendwas. Vollendet. Warum zeigt er mir das jetzt jedes Mal an? Habe ich irgendwas fertig oder was? Ah, hier. Irgendwas fertig, okay. Oh, zwei neue Arbeiter. Schön. Zwei neue Arbeiter. Cool. Also durch die Erfolge schaltet man sozusagen das frei. Finde ich top. Finde ich gut. Cool. Jetzt kann ich sozusagen hier zwei Arbeiter reinstecken. Schön. Schön, schön. So, die sind jetzt alle leer. Da ist nichts mehr zu holen. Was hier? Munition? Nee. Da würde ich da bestimmt andere. Da geht gar nichts rein. Okay, dann kriegt halt der das hier. Aufrüsten. So, und kann der denn das andere kriegen? Nö. Okay. Verstehe. Auch gleich zwei Punkte hier gekriegt. Nochmal einen Schaden und in Reichweite. Hier ist der Bereich. Was bedeutet denn ROF? Ach, Feuerrate. Ah, hier. Feuerrate heißt das. Rate of Fire. Nicht Range of Fire, sondern Rate of Fire. Okay. Na nee, gut, dass wir da drüber noch was gemacht haben. Okay, gut. Alles klar. Gut. Aufgabe endet. Beenden Sie eine Quest in Ihrem Questbuch. Habe ich schon gemacht. Senden Sie Ressourcen auf die Erde und kaufen Sie ein Upgrade. Ah, okay. Zur Erde senden. 4 zu 1. 1 zu 1, okay. Fabrik-Upgrades, das geht auch noch. Ich kann auch die Fabrik noch upgraden. Kampf-Upgrades kann ich noch machen. Okay. So, zur Erde senden. Jetzt. Da habe ich so ein Ding gekriegt. Gut. Senden Sie User an die, auf die Erde und kaufen Sie ein Upgrade. Ja. Ah, hier. Okay, Bautronengeschwindigkeit, Konstruktionsdrehzahl. Kreppergeschwindigkeit. Braucht 2 Upgrades. Braucht 5. Oh, 15.
Aber oh, teuer. Ja, auch zwei. Das braucht nur eins. Oh. Konstruktionsdrohnen. Ja, wir kaufen es einfach mal. Wir brauchen es bestimmt irgendwann mal. So. Okay, Aufgabe endet. Rezeptmodifikationen. Ändern sich das Bügeleisenrezept? Alles klar. Gut, also irgendwie soll ich das Rezept verändern. Wie verändere ich das? Verstehe ich jetzt nicht. Wie kann ich denn das verändern? Modifizierbar steht hier. Aber wie weit ist es modifizierbar? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo kann ich das modifizieren? Keine Ahnung. Unlock Rezept Modification und Kursune. Ah, okay. Da muss ich sozusagen erstmal kämpfen. Gut. Ja, interessante Geschichte eigentlich. Bis hierhin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tower Defense mit so Ressourcengewinnung und sowas alles. Beziehungsweise man gewinnt die Ressourcen durch die Kämpfe. Das finde ich cool. Auch das mit dem Endlos-Modus finde ich echt cool gelungen. Ist eine coole Idee auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Wie gesagt, hat dir das Video gefallen? Interessiert dich dieses Spiel? Dann lass mal einen Daumen da und lass mal einen Daumen da. Daumen da, ich meine ein Abo da. Das wäre sehr lieb. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Wenn es wieder heißt, it's a Zombie, it's a Cat.